In diesem Video erkläre ich dir das Krankheitsbild der Hydrozele. Hierzu definiere ich dir die Formen, Entstehung, Diagnostik und auch Therapiemöglichkeiten. Als Hydrozele oder Wasserbruch wird die Ansammlung seröser Flüssigkeit um den Hoden bezeichnet, also im sogenannten Skrotalfach. Eine Hydrozele kann einseitig oder beidseits auftreten. Abzugrenzen ist ein Ödem mit Flüssigkeitsansammlung in den Skrotalhüllen. Nach Lokalisation der Flüssigkeit können unterschieden werden: eine Hydrozele testis, Flüssigkeit um den Hoden, eine Hydrozele funiculi, Flüssigkeit entlang des Samenstrangs, eine Hydrozele vaginalis communicans, Flüssigkeit auch entlang des Samenstrangs im Bauchverlauf und eine Hydrozele multilokularis, Flüssigkeiten an mehreren der genannten Stellen. Eine Hydrozele kann angeboren oder erworben sein. Bei einer angeborenen Hydrozele liegt ein unvollständiger Verschluss, also eine sogenannte Obliteration des Prozessus vaginalis testis vor. Es handelt sich dabei um eine fingerförmige Ausstülpung des Bauchfells, die den Hoden bei seiner Wanderung aus der Bauchhöhle in den Hodensack begleitet. Der Prozessus vaginalis verödet in der Regel bald, nachdem der Hoden das Skrotum erreicht hat, mit Ausnahme des dem Hoden anliegenden Bereichs der als Tunica vaginalis testis oder seröse Hodenhülle, diesen umschließt. Bei Nichtverödung kommuniziert er mit dem Bauchraum und füllt sich mit Flüssigkeit. Es kann auch zu einem Vorfall von Darm in den offenen Prozessus kommen, dieses wird dann als indirekter Leistenbruch bezeichnet. Die Entstehungsgeschichte einer erworbenen Hydrozele ist noch nicht bis ins Detail geklärt. Entzündung des Hodens, Nebenhodens und des Samenstrangs sowie auch stumpfe Gewalt spielen hier eine Rolle. Neben der körperlichen Untersuchung mit Inspektion und Palpation ist eine zuverlässige Abgrenzung von Hodentumoren, Blutergüssen und auch einer Elephantiasis unter anderem mittels Ultraschall möglich. Die früher angewendete Diaphanoskopie, bei der eine Kaltlichtquelle auf das Krotum aufgesetzt wird, spielt in der Diagnostik nur noch eine untergeordnete Rolle. Eine angeborene Hydrozele wird meistens operativ versorgt, da hier die Gefahr eines Darmvorfalls, einer Hernie, mit der Komplikation der Einklemmung besteht. Hierbei wird der offene Prozessus vaginalis abgetragen und am inneren Leistenring verschlossen. Allerdings muss bei weniger stark ausgeprägten Hydrozellen keine Operation vorgenommen werden, da die Erkrankung einen gutartigen Charakter besitzt und bei hohen normaler Größe keinerlei Tendenzen zu einem bösartigen Verlauf zeigt. Bei einigen Patienten bildet sich die Hydrozelle im Laufe der Zeit auch teilweise zurück. Erworbene Hydrozellen können operativ entfernt werden, wenn sie Beschwerden verursachen. Oder auch aufgrund ihrer Größe eine Beeinträchtigung darstellen. Die Entfernung eines solchen Wasserbruchs wird als Hydrozelenabtragung bezeichnet, wobei je nach Lokalisation unterschiedliche Operationstechniken angewandt werden können. Operationstechnischen Zugang verschafft ein Inguinal- oder ein Skrotalschnitt. Eine Punktion zeigt in der Regel keinen längerfristigen Erfolg. Allerdings kann auch eine Heilung durch Selbstverkleben des eiweißhaltigen Bruchs nach mehreren Punktionen ohne operativen Eingriff erfolgen.